Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir Wi-Fi Battle. Heute im PU-Tier mit dem Team aus der letzten Team-Tube gegen die Schoko-Buffel-Let's Play gegen Kim. Sie macht Pokémon Showdown auf ihrem Kanal und ist in der DPL Liga 2. Guckt auf jeden Fall mal vorbei, ist unten in der Videobeschreibung. Ich meine es ernst, guckt da bitte mal vorbei. Und ja, ich habe mir gedacht, suche ich mir für die PU-Kämpfe mal jemanden, der PU kann. Nicht so wie ich, der kein PU kann. Und gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also ich sehe eigentlich jetzt schon alles komplett nach hinten losgehen, aber... Hey, ich kann das. Ich believe einfach mal in meinen Skill. So. Machen wir mal ein Bild vom Team. Das Team kommt mir bekannt vor. Ein bisschen. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Pipi. Und vor dem Mundtier. Und vor dem Kokowai. Und vor dem Rapidash. Und vor dem Knacksel nicht. Von dem Knacksel brauche ich keine Angst haben. Aber von dem ganzen restlichen Scheiß habe ich ein bisschen Respekt. Und ich glaube, wir werden einfach mal mit... Mit was lehnen wir? Wie viel Speed hat Rapidash? Ich glaube, Rapidash hat Speed so oder so, unser ganzes Team. Deswegen, ich glaube, ich mit Arktika liede. Ja, ich liede mit Arktika. Rapidash zerstört uns ein bisschen. Ich werde mal mit Arktika lieden, um dann auf dem Damage, auf den Flare Blitz, ein EQ raushauen zu können und das Rapidash schon mal rauszunehmen. Wenn es funktionieren sollte, was es nicht wird, aber wenn, dann ist das gut. Dann freue ich mich ein bisschen. So, Kim will mit dir kämpfen. So, sie liegt mit Drachi. Das ist auch kein Problem für Arktika. Arktika ist nämlich der Boss, müsst ihr wissen. Und regelt das Ganze hier einfach easy. Ich mache mal 3D aus. So. So, die Frage ist jetzt halt. Drücken wir einfach Lawine? Oder machen wir das Bessere von beiden und gehen raus auf Typhoon Ape. Wir gehen auf Typhoon Ape. Während sie rausgeht auf ihr Pipi. Jöli, das sieht mir nach Pipi aus. Ja, easy predicted. Get wrecked, learn to play, würde ich mal sagen. So, und eigentlich habe ich jetzt eine extrem geile Situation, denn jetzt könnte ich eigentlich Sub drücken und habe dann Fui Ränkeschmied und eine Fui Hydro Pump auf alles außer das Rapidash. Und nichts möchte gerne diese Fui Hydro Pump abbekommen. Also drücken wir jetzt einfach Sub. Diese plus 2 Hydro Pump, der niemand unbedingt abbekommen. So, was wird dieses PP tun? Stealthwalks. Ist kein Problem. Jetzt geht's los. Free Setup. Ränkeschmied ist draußen. So, ich schätze mal, da wird einfach ein Moonblast kommen und der wird unseren Sub wegbomben, weil wir haben eine Def-Werte wie so eine Gurke. Okay, Geowurf. 50 Damage. Das sollte zu viel sein für unseren Sub. Mhm. Aber jetzt, da wir wissen, dass sie nur Geowurf hat, könnte ich nochmal Ränkeschmied drücken oder nochmal Sub und den Switch-Up predicten. Ich drücke den Sub und predikte den Switch-Out, aber es wird so nix. Schade. Hätte ja klappen können. Da kommt easy noch ein Geowurf hinterher. So. Jetzt werde ich einfach Ränkeschmied drücken. Denn auf plus 4... Sie wird mich jetzt in meine Salkabeere-Range bringen. Ich sehe keine Prio im Team. Und sobald ich in Salkabeere-Range bin, dürfte ich alles aus Bienen aus, was Rapidash ist scarfed. Aber ich glaube nicht, dass Rapidash scarfed ist. Und auf plus 4 sollte meine Hydro Pump allem wehtun. Oder will ich auf plus 2 bleiben? Kann ich auf plus 4 Jöli one-hitten? Ja, kann ich, weil ich habe dann ja auch noch mein Dingens draußen, mein Sturzbach. Das wird also extrem guten Schaden machen. So, Geowurf, kein Problem. So. Typhoon Ape, triff deine Hydro Pump. Bitte. Triff einfach die Hydro Pump. Please. Okay. Bitte sei ein totes Pipi.
Ein totes Pipi. Puh. Da hatte ich Angst. So, was will denn jetzt hier reinkommen? Was denkt, es könnte es mit dem Simipur aufnehmen? Okay, Ferdinand. Ist das Scarf? Oder Band? Oder Lorb? Oder irgendwas anderes? Hm. Also ich könnte Typhoon Ape sowieso nirgendwo mehr reinswitchen. Das ist klar. Hm. Das ist eine blöde Situation. Ich werde jetzt einfach Hydro Pump drücken. Hoffen, dass es kein Scarf Ferdinand ist. Und dass ich treffe. Ich treffe, hoffentlich. Ja, okay. Huh. Sind wir Ferdinand auch noch losgeworden? Außer Sash, das ist nicht Sash. Nein, Kampfwaffe, ich möchte nicht Rocket League spielen. Wir haben hier schon auf Steam angeschrieben. Was ist das für eine Kacke hier bitte eigentlich? So. Ich glaube, jetzt ist die Zeit gekommen, auf Mundtier zu gehen. Oder auf Arctilas, aber ich halte Mundtier für eine bessere Wahl. Weil Mundtier einfach... Okay. Dann das Teil. Ich muss halt einfach die Hydro Pump treffen. Sobald ich einmal die Hydro Pump misse, ist sie wieder im Game. Außer es reicht gegen Mundtier nicht, aber ich glaube, so eine plus 4 Sturzbach Hydro Pump sollte gegen ein Mundtier reichen. Treffe ich? Okay, das sollte auch erledigt sein. Ja, weg. Sehen wir hier einen Sweep direkt zu Beginn der drei Kämpfe. Das wäre ja nicht ganz so nice. Aber ich würde ihn dann trotzdem... Da ist John Cena! So. Einfach weiter Hydro Pump. Alles andere wäre dumm. Und ich treffe schon wieder. Und damit sollte John Cena auch zu Boden gehen. Ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht für das, was ich hier tue. Muss ich schon ehrlich sagen. Das ist nicht so nice. Und Ice Beam. Das wird der kürzeste Kampf, den ich jemals hochgeladen habe. Mit Abstand. Ich glaube, da müssen wir gleich noch einen Kampf machen. Glaube ich. Ehrlich. Aber den werden wir nicht dranhängen. Der wird dann als nächstes wahrscheinlich kommen. Wenn wir noch einen machen. Alter, und da kommt die Palme. So, und die ist auch One-Hit weg. Hoffentlich. Was heißt hoffentlich? Die ist mit Garantie One-Hit weg. Der Icebeam wird, was weiß ich, 1000% machen. Ja, das war ein sauberer Simipur-Sweep. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hoffentlich nochmal mit Kim. Bis dahin. Ciao. Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Nummer Grabin und einmal für Wi-Fi-Battle. Heute immer noch gegen Schokoma für Let's Play und wir lassen sie mal ihre wundervolle 6-0-Niederlage von gerade eben, also für euch gestern oder vorgestern, mal wieder gut machen. Hoffen wir, dass es diesmal besser funktioniert und wir einen ordentlichen Kampf hinbekommen. Das wäre schon ganz nice. Warum machen wir das Bild überhaupt nochmal? Ich hab doch eins. Egal. So. Ne? Wisst ihr, ich hatte halt ultra Angst vor diesem Galopper und dann plus 1 und weg. Plus 1 Speed meine ich. So. So, das Gute für uns ist halt, wir wissen, dass ihr Galopper nicht Scarf ist und sie kennt ein einziges Set von uns und das ist das von Typhoon Ape. Übrigens, meine Spitze haben sie die besten. New Meta für Meta und Grape für Simi Sage, das ist Vegeta. Typhoon Ape für Soda Cheetah, Thorsten, mein Hypno, Arctica für Arctilas und jetzt kommt der beste Name, Infernape, das Grill Cheetah. Wollen wir diesmal mit was wollen wir dienen? Ich liede mit Arctica. Nochmal, so wie letztes Mal. Es scheint für mich halt einfach immer noch das schlauste Lied zu sein. Und da ich weiß, dass das kein Kam mein Pipi ist, weil es Geowurf kann, brauche ich jetzt nicht unbedingt Angst haben, dass sich das Vieh ins Unendliche setupt. So, dieser kriegen wir hoffentlich was Besseres hin. Okay, es geht los mit John Cena. So.
Ich rechne einfach mal stark mit einem Bulk ab, also einem Protzer, und gehe deswegen in. Grape, du konntest Superpower, oder? Ja, konntest du. Aber ich würde halt vorher gerne noch den Evoliten abschlagen. Aber ich brauche Grape ansonsten sowieso nicht, also würde ich einfach dann den Evoliten abschlagen und danach instant, wenn ich was überlebe, raufhauen. Und ansonsten kann ich halt Typhoon Ape reinholen, Hydro Pump drücken und das killen. Machen wir so. Das funktioniert hoffentlich. Grape würde uns ja sowieso nicht allzu viel bringen. So, Taunt. Kann ich mitleben. Vor allem, weil es kein Brückab ist. So. Und dann drücken wir jetzt. Ich will nicht Kraftkoloss drücken. Ich habe Angst, dass es nicht reicht. Er kann sich dann halt einfach dagegen heilen. Knockoff ist halt gegen sein ganzes Team gut. Vor allem, weil er drei Evoliten-Nutzer hat und ein Kuck. Sie. Sie! Nicht sein, ihr. Sie hat drei Evoliten-Nutzer. Danke. So. Ich glaube, ich drücke Abschlag. Das scheint mir aber das Schlauste zu sein. Weil sie hat ja jetzt drei Evoliten-Nutzer, ne? Okay. Evolit ist weg. Ich krieg Life auf Schaden. Und der Body Slam killt mich. Höchstwahrscheinlich. Wahrscheinlichkeit liegt bei... Was? Das war kein Schaden. Das war kein Schaden. Ich will eigentlich Knockoff drücken und den Switch-Out predikten. Auf Arctilas. Wobei, Kraftcall ist auch gegen Arctilas gut. So. Das sollte ein totes Mundtier sein. Mhm. Das ist ein totes Mundtier. So, die Frage ist jetzt, wenn jetzt da, egal was jetzt reinkommt, was tue ich dagegen? Denn alles würde mich zerstören. Und ich weiß nicht, ob ich Grape mir aufhalten möchte, aufsparen möchte. Okay, es ist Ferdinand. Da möchte ich Grape eigentlich sowieso sacken. Weil Grape mir halt nichts bringt. Ich drücke einfach Knockoff. Und ich finde Grapes Pose einfach unglaublich geil. Und die und diese Frisur ist einfach unglaublich lächerlich. Wie die einfach so gerade nach oben geht. So. Das war's für Grape. Und Rückstoß ist es nicht live op, aber es ist halt irgendwas. Holzkohle vielleicht? Ich weiß es nicht. Typhoon Ape outspeedet nicht. Das heißt, ich gehe in Arktika und drücke EQ. Weil das Beste ist, was ich tun kann. Oder drücke ich Recover? Ich switche. In Infernape, weil ich den Switch-Out predikte. So machen wir's. Ja, easy. Und Jüli, okay. Das ist sogar gut, weil ich habe Knockoff. So. Einmal Knockoff und dann mit Feuersturm draufhauen. Warum sind die Posen von den Affen so komplett dumm? Also ernsthaft, die sind einfach dumm. So, der Geowurf macht 50 KP Schaden. Überlebe ich noch einen Geowurf? Ja, ich überlebe dann nach einem Feuersturm auch noch einen Geowurf. Die Frage ist, will ich Feuersturm drücken? Oder will ich Steinhagel drücken und das Galoppa predikten? Weil sie ist halt im Zugzwang. Weil ich habe Sivipur und Sivipur ist gut. Ich drücke einmal Steinhagel. Ja? Galoppa? Bitte? Ja? Galoppa? Triff? Infernape? Ja? Schade. Echt schade. Ich würde Infernape aber gerne behalten. Deswegen gehe ich jetzt auf New Meta? Fragezeichen. Brauche ich New Meta? Nein, eigentlich brauche ich New Meta nicht. Ich gehe in New Meta und lasse New Meta sterben. Und Ferdinand wird dann daran verrecken. Wobei, sie können auch einfach Drill Run drücken. Ich bin ein Genie. Okay, oder sie drücken einfach Flare Blitz. Alles klar.
hatte wohl Angst vor Arctilas. Aber ich habe Neometer gesackt und... Oh, das war sogar ein Crit. Aber das Galoppa wird jetzt daran zugrunde gehen. Es ist so schön, wenn Predictions funktionieren. So. In was gehe ich? Ich glaube, ich gehe in Typhoon Ape. Das klingt für mich am schlausten. Machen wir so, glaube ich. Oder will ich in Thorsten gehen? Will ich in Thorsten gehen? Nein, ich gehe in Typhoon Ape. Sollte Kokoball kommen, wechsle ich rüber in Thorsten. Es ist Drachi. Drachi ist kein Problem für Typhoon Ape, weil Typhoon Ape beherrscht den Eisstrahl. Und der Eisstrahl macht genug Schaden, um Drachi aus dem Spiel zu nehmen, hoffentlich. Und selbst wenn, es ist nur ein Knarkse, es sollte mich nicht one-hitten können. Auch wenn Typhoon Apes Death nicht vorhanden ist. Manchmal frage ich mich, warum ist CVPO so gut im PU? Warum? Es macht so wenig Sinn in meinem Kopf. Drachi ist weg. Ich habe wahrscheinlich einfach einen Matchup-Vorteil, ansonsten würde der Kampf nicht so schnell zu Ende gehen. Oder es liegt daran, dass es PU ist. Wer weiß. Möglich ist es. Warum geht's jetzt in Yoeli? Kokowai wäre schlauer gewesen. Ich kann Kokowai nämlich wahrscheinlich nicht One-Hit-KO'en. Und so habe ich jetzt Free Setup. Ich glaube, das ist ein Misplay. Außer jetzt ist T-Wave. Okay, nein, einfach weiter Geowurf. Das ist ein Misplay. So, ich werde es ja einmal Sub drücken, damit sie uns wieder auf unsere Beere runterbringt. Das ist zwar komplett sinnfrei, aber ich kann's halt. Also lasst mich. Und falls doch eine T-Wave da ist, ne, kann ich sie so abfangen. Toxin. Okay. Dann drücke ich nochmal Ränkeschmied. Typhoon Ape ist zu gut für dieses Spiel. Es ist einfach zu gut für dieses Spiel. Man glaubt es nicht. Ich glaube, ich schneide die beiden Kämpfe hintereinander. Das kann ich in einen Part verpacken. Das mache ich. Ich schneide die beiden Kämpfe hintereinander. Mache ich. Dann kriegt ihr 4 Kämpfe zu sehen. Ist das nicht toll? So, ich drücke nochmal Ränkeschmied. Jetzt bin ich auf plus 6. Jetzt muss ich nur meine Hydro Pump treffen. Muss ich überhaupt Hydro Pump drücken? Ist halt keine Egoliten mehr. Reicht der Eisbeam auf plus 6 nicht auch aus? Ich will es ehrlich gesagt nicht riskieren. Wobei es ist halt nur ein Pipi. Drück Hydro Pump. Bitte triff. Okay, es trifft. Huh. So. Und damit sollte ich schon wieder gewonnen haben, außer das Arctilas. Weicht jetzt auf magische Art und Weise der Hydro Pump aus. Dann wird es noch ein bisschen spannend. Weil dann habe ich ein minimales Problem mit Arctilas. Okay, Hydro Pump trifft. Ich habe gewonnen. Ja, also, dieses Simipur ist eindeutig das beste Pokémon im PU. Kann mir keiner was anderes sagen. Und danke an Joey, dass er mir gezeigt hat, wie OP Simipur ist. Vielen Dank. Ja, schick das Kokowai noch rein, dann kann ich das auch noch kaputt machen. Kokowai hat bis jetzt noch nichts getan. Es ist ein bisschen traurig. So. Kokowai wurde zerstört. Schon wieder. Crit auch noch. Aua. So, so viel dazu. Das war's dann schon wieder. Von dieser Folge. Das heißt schon wieder. Ich werde ja beide zusammenklatschen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.